Wir sind hier in der Nähe von Ardez, oberhalb vom Inn. In unserer Gegend gibt es viele Sagen und Geschichten und nicht wenige handeln von Hexen. Es ist kein Zufall, dass man so eine Hexenplatte hier vorfindet. Es ist eine einfache Steinplatte mit Löchern drin. Und die Löcher sollen so entstanden sein, dass die Hexen beim Tanzen ihre Geissfüße reingedrückt haben. So eine Geschichte will ich euch heute erzählen. Die Elgenot Klein hat in Fdan gewohnt. Und obwohl sie nichts besessen hat und ein ganz einfaches Leben geführt hat, war sie ganz lebenslustig und sehr gewundrig gewesen. Allegra! Die Elge hatte eine Cousine. Die hat Menge geheissen und hat in Ardez gewohnt. In einem Haus, das einen fünfzackigen Stern an der Fassade hatte. Arda! Artemisco! Sie soll eine Hexe sein, hat sie im Dorf geheissen. Und das war der Elge egal. An einem Tag im Mai ist die Elge wieder einmal zur Cousine gegangen. Dabei hat sie beobachtet, wie sie in der Stube tanzt und komische Worte dazu gesagt hat. Nicht zu weit! Die Menschen hatten gar keine Freude, als sie die Cousine gesehen hat. Und gleich war sie nicht lange böse. Denn sie hat in den Augen der Jelja gesehen, wie es gefunkelt hat vor Neugier. Daraufhin hat sie ihr vom grossen Tanzfest erzählt, das zu Ehren vom Meister stattfinden soll. Die Elge wollte unbedingt ans Fest mitkommen und hat bettelt und bettelt, bis die Eltern einverstanden waren. Allerdings unter der Bedingung, dass sie zu folgen hat und zu schweigen. Wer bist du mein? Am längsten Tag im Juni war es dann so weit. Die Elge war ganz aufgeregt und hatte auch ein bisschen Angst. Aber sie hat das gemacht, was die anderen ihr befohlen hat. Wie? Guarda che belle uncella! Perfetto! Minja hat zwei Besen geholt, dann hat sie eine Flugsalbe genommen und hat sich, die Elge und die Besen eingestrichen. Beim letzten Schlag um Mitternacht fliegen wir zum Inn runter, hat sie mit verschwörerischer Stimme gesagt. Ich wüsste es gut. Hans Portera. Finio. Und tatsächlich, beim letzten Schlag haben die Besen angefangen zu rütteln und plötzlich haben sie sich in Bewegung gesetzt. Die Elge konnte kaum glauben, was passiert ist. Und schon sind sie nach einem kurzen Flug am Ufer des Inn gelandet. Dann hat die Menge die Elge die Augen verbunden und die Cousine zum Fest geführt. Was genau passiert ist, hat sie nicht sehen. Aber sie hat gespürt, wie viele Hände sie angelangt und geschupft haben. Nichts! Frivi! Tadlai, riai, balai! Aus einem Becher voll Blut hat die Menschen einen Schluck genommen und ist mit dem Finger über den Rücken der Jelge gefahren. Ein fünfzackiger Stern ist entstanden und er hat heftig brennt. Nasa Braccia! Ardi Nasa Braccia! Ardi per noi! Ardi qui! Ardi la Braccia! Nasa Braccia! Ardi! Als die Elge wieder aufgewacht ist, war sie ganz allein auf einem Felsen. Sie hat nicht gewagt, runterzuklettern und hat um Hilfe gerufen. Aber niemand war rum. So hat sie gewartet und gewartet, zuerst geduldig, mit der Zeit aber immer ängstlicher und verzweifelter. Kurz bevor sie verdurstet ist, hat sie einen Jäger gerettet. Er hat ihr geholfen, vom Felsen runterzuklettern und hat sie heimgetragen. Was die Elge nicht gewusst hat,
In der Zwischenzeit hat der Pfarrer vom Treiben der Menschen erfahren und sie verhaften lassen. Man hat ihr den Prozess gemacht und sie ist als Hexe verbrannt worden. Wir sind Jüdenwein! Die Elsche wusste, dass sie mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Sie hat den Jäger geheiratet und ihren Kindern beigebracht, nicht zu neugierig zu sein. Ihr findet, das sei eine komische Geschichte. Ja, aber so steht sie geschrieben. Übrigens, die Hexensteine, Las Platas de Stries, könnten noch mehr Geschichten erzählen. Kommen Sie doch einmal vorbei und hören Sie zu.